Was geht, Leute von heute? Heute wieder mit mein Gast, Mr. Paddy LP Real Life. Jawohl, hi. Und wir haben ja wieder ein neues Thema. Also das letzte Thema ist ja eigentlich relativ gut angekommen, ne? Ja. Und ihr habt da fleißig mit kommentiert und so, und wir haben halt, ich habe mir halt überlegt, oder wir haben ja gesagt, wir machen einmal im Monat, haben wir gesagt, glaube ich, einmal im Monat, ne? Ja, genau. Machen wir ein neues Thema. Und heute, das heutige Thema ist das Thema Handy. Ja, wer kennt das leidige Thema natürlich nicht? Ja, aber echt, ey. Handys sind ja heute im ganzen Alltag zu sehen, und ja, aber ich muss ja sagen, und das hatte ich ja Mr. Paddy wieder erzählt, ich bin der letzte, wann war das, wie lange ist es her jetzt, glaube ich, 3 Tage, vor 3 Tagen, 3 Tagen war das, ja. ja, war ich im Urlaub und beim Kollegen zu Besuch, und da ist mir das mal echt extrem aufgefallen, Leute, dass mit den Handys echt krass geworden ist, denn ich kenne es eigentlich noch so, wenn man Zug gefahren ist, dann haben die Leute sich unterhalten und richtig geredet, man hörte immer, man hat dann, konnte dann immer, wenn man alleine unterwegs war, anderen Leuten zuhören. Das ist heute nicht mehr so. Also Nee, ich, leider nicht. nee, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich sehe jetzt nur noch jeden mit so einem riesen Smartphone, vor allem die Jugendlichen, ne? Und auch die Erwachsenen genauso. Also ich sehe die nur noch mit den iPhones, mit den neuesten Samsungs und was weiß ich nicht, was es da noch alles für Modelle gibt. Und das ist ja schon richtig krass geworden, ne? Und dann hat jetzt mir Mr. Paddy, glaube auch vor 2, 3 Tagen hat er mir erzählt, dass er, und hab's auch im Internet gelesen, über WhatsApp, dass er jetzt total die Kontrolle, man kann da jetzt total kontrollieren, ob einer gelesen hat oder nicht. Und da solltest du mal mehr zu erzählen, weil da habe ich jetzt mich nicht so schlau drüber gemacht. Ja, also es geht, es gibt ja oder eine neue Version von WhatsApp oder so, wo man das jetzt halt, ja, den Balken gibt es immer noch, den Haken oder so, aber das halt, was in den Nachrichten so kommt oder so, dass die Beziehung dazu durch kaputt geht, weil zum Beispiel die Freundin, sage ich jetzt mal, die schreibt dir eine Nachricht, du hast sie gelesen, aber kannst gerade nicht zurückschreiben, und kommt der zweite Haken dann. Und ja, und da gehen jetzt derzeit sehr viele die Beziehungen und leidet darunter, weil die Person oder der Partner ja irgendwie denkt oder so, okay, er hat keinen Bock auf mich oder sie hat auf mich keinen Bock oder so, weißt du? Ja. So, und da geht die Beziehung irgendwie ein bisschen da kaputt oder so. Leute, wir wegen so einen scheiß Haken oder so, dass die Beziehung nicht funktioniert, dann tut mir für euch leid, da, weil das ist Schwachsinn, finde Also ich. ist jetzt, also im WhatsApp habe ich das richtig verstanden, ist es jetzt auch mittlerweile so wie bei Facebook, dass wenn man das gelesen hat, dass es jetzt markiert ist. Ja, genau, das ist es. Er hat das gesehen, weiß er, aber nicht zurückschreibt. Okay, So. das ist natürlich echt krass, muss ich sagen. Also dass WhatsApp das gemacht hat, ist natürlich nicht so toll, weil ich kenne es ja, wenn ich jemanden schreibe und er liest es und schreibt nicht zurück, ich finde das total scheiße. Ich kenne das ja selber, ne? Ja. Aber das für die Beziehung, hart. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, das ist schon wirklich krass. Und vor allem, was ja auch so krass ist, was ich finde, ist ja mit den Handys, ist, ich kenne ein Pärchen, ich nenne jetzt natürlich keinen Namen, ich kenne oder kannte ein Pärchen, das war so krass gewesen, dass die, wenn die sich gestritten haben, ne? Und normalerweise ist es doch so, Leute, sitzt man nicht eigentlich, wenn man Ärger hatte, dann setzt man sich doch eigentlich hin und klärt das vernünftig, richtig? Unter 4 Augen eigentlich. Ja, richtig, ja, eigentlich schon, oder? Ja. Naja, gut, bei dem war das aber so, wenn die sich gestritten haben, dann haben sie sich nebeneinander hingesetzt und haben sich per Handy die ganze Zeit geschrieben. Die haben sich, Nein, im ja, im Ernst. Ernst jetzt, die sitzen da nebeneinander und schreiben sich und klären das. Und dann ist auch irgendwann mal wieder gut. Aber die reden nicht miteinander. Also ich muss, Ja, also ich kenne läuft. es so, das wollte ich mal ansprechen. Ich kenne es eigentlich nur echt so von früher, wo ich noch 12, 13 so war. Da ist man doch noch direkt zu den Mädchen hingegangen und hat gefragt, ey yo, oder nicht ey yo, oder man ist hingegangen, man war dann noch schüchtern und hat dann so gefragt, so, ey Leute, oder ey, möchtest du mit mir ausgehen oder wollen wir mal ins Kino gehen oder so. Man hat dann noch persönlich, ne, gefragt. Ja. Kennst du das auch noch?
Ja, sicher kenne ich das. Also früher, weiß ich, wo ich selber, was weiß ich, 12, 13 war, da gab es hier nicht Smartphone, da hatte ich noch ein dickes Nokia-Handy, weißt du, da warst du richtig... 3310. Ja, genau. Ich auch, ja. Wer von euch hatte auch ein Nokia 3310? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde uns echt interessieren. Ja, also das finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass es so jetzt irgendwie... runtergekommen ist oder so mit halt, dass man da draußen geht, Fußball spielt und dann auch halt Freunde kennengelernt oder zum Beispiel Date oder so. Jetzt gibt's hier Lovo und alles mögliche, reicht so, und dass man sich, guck mal, Lovo ist eigentlich so total, sag ich mal, jetzt hier ganz, ganz dreist hier ein Fickportal, weißt du? Weil die alle halt scharf sind, immer auf so, ja komm, lass uns bumsen, hast du nicht gesehen. So, und ja, das stimmt. Früher gab's sowas nicht. Doch, es gab's früher, aber man war unter vier Augen, sage ich jetzt mal. Ja, oder man hat sich halt früher, ich kenne das einfach nicht mit den Handys. Das ist so extrem geworden, Leute. Ich kenne es einfach nur mit den Briefen noch. Man hat sich halt damals, wenn man sich süß fand in der Schulzeit oder so, ich bin ja jetzt 27 Jahre alt, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ich kenne es einfach so, man hat sich damals, wenn man ein Mädchen süß fand, dann hat man ihr einen Brief geschrieben, dann hat man sich den im Unterricht zugeschoben, ne? Und dann kriegte man einen wieder zurück oder halt nicht. Also so kenne ich das halt noch, aber das ist so mit den Handys, also du gehst in eine Diskothek, lernst ein Mädchen kennen und dann heißt es erstmal, zum Beispiel, das ist echt so, das habe ich mal beobachtet in der Diskothek, wo ich da war, mit meinen Leuten eintrinken war, da geht ein Typ auf ein Mädchen zu und sagt so, ey, yo, und ne, und mal wieder so voll checkermäßig, finde ich voll süß und so, und ja, dann fragt er nach der Nummer von dem Mädchen, ne, und ob sie WhatsApp hat. Aha. Ja, hat er natürlich die Nummer gekriegt und geht, glaube ich, nur 10 Meter weiter weg und dann siehst du, wie die beiden gleichzeitig ihre Handys ziehen und sich gegenseitig schreiben. Ja, lol. Und am Ende des Abends sind sie da verschwunden. Aber anstatt sich so zu privat zu unterhalten oder unter vier Augen oder sich so kennenzulernen, wird erstmal mit Handys geschrieben. Ja. Was sagt jetzt? Also ich finde. Das ist total traurig, sowas, dass man nicht. Sicher, Handy ist echt, also was mit die Technik ist oder so, ne? Ist sie richtig weit. Handy. Ja, das ist. Also das ist. Kein Witz, ist echt gut, ne? Aber es macht viel kaputt, sage ich jetzt mal. Also ich kenne es so, Leute, ich habe auch ein Handy. Hier ein LG Prada oder was weiß ich, was das ist, habe ich auch. Ich habe auch ein Handy, so ist es nicht. Aber das Ding ist, es liegt jetzt hier schon seit ein paar Tagen und der Akku ist leer, weil mich interessiert es einfach nicht. Ich finde einfach, ich benutze es sowieso nicht zum Telefonieren. Ich weiß nicht, wie du das, was machst du damit? Ich telefoniere nicht. Also ich bin einer, der schreibt mir über da Facebook, guckt die neuesten Sachen. Also ich telefoniere nicht. Ich bin immer so, ich schreibe, wenn ich über WhatsApp oder halt über Facebook dann, ne? Aber ich bin einer, der telefoniert nicht. Also ich benutze mein Handy eigentlich auch hier über WhatsApp oder so, aber auch viel telefonieren oder so, wegen Firma und so, weißt du? Und das brauche ich schon, mein Handy. Aber wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich mein Handy nicht bei mir. Richtig. Weil das habe ich einfach nicht, weil das Handy habe ich dann zu Hause. Weil das interessiert mich nicht, weil ich halte das ja getrennt, privat oder von der Arbeit, weißt du? Und wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich mein Handy zu Hause. Ja, nicht. Ja, und nur mal so nebenbei, im Hintergrund läuft eine Folge Batman Arkham City von mir. Nur mal so schnell zur Info, wenn ihr das Video sehen wollt, das verlinke ich hier oben. Naja gut, aber was man auch nochmal ansprechen muss, wegen Handy passieren ja auch viele Unfälle, ne? Ja, hier zum Beispiel Autounfälle. Ja, Autounfälle. Liest man ja auch öfters mal in der Zeitung, dass wegen Handys irgendwas passiert, weil die Leute am Steuer telefonieren und so. Dafür gibt es ja eigentlich diese Freisprecheinrichtung, ne? Ja, und das Geilste ist, Handy am Steuer ist erlaubt, ne? Ja, ist erlaubt. Ja, aber weißt du, was das ist? Diese komische Regelung drin. Das Auto muss halt, wenn du an der Ampel stehst, darfst du das Handy in der Hand nehmen. Aber wenn das Auto aus ist, ja, darfst du das Handy benutzen, weil das Auto halt aus ist. Da kannst du nichts mehr machen oder so. Aber die Regelung ist wieder schwachsinnig.
Weil du weißt, Jennifer, du bist gerade an der Ampel, machst jetzt den Motor aus und hast jetzt voll mega Stress mit deiner Freundin oder so und die geht wieder und schaltet wieder die Ampel um, muss dann ja wieder auflegen. Naja, wenn du mit deiner Freundin, wenn man Stress hat mit deiner Freundin, dann ist ja eigentlich auch die Regelung, du sollst ja eigentlich bei, wenn du im Stress bist, sollst du ja eigentlich auch kein Auto fahren, ne? Man hat immer Stress. Lernt man ja in der Fahrschule, ne? Ja, ja, schon klar, aber wenn du da ein bisschen Stress hast oder so, du fährst trotzdem Auto. Also für mich macht das keinen Unterschied, wenn ich jetzt in Stress bin oder ganz normal fahre. Ja, das ist es ja, aber das meinte ich halt mit dem, wenn viele fahren halt beim oder telefonieren beim Autofahren, haben das Handy am Ohr und dann passieren die dicksten Unfälle. Das ist natürlich auch nicht gut. Aber wie ist denn eure Meinung dazu? Also schreibt uns, wie gesagt, zu dem Thema, egal was, schreibt uns das alles mal von euch an eurer Seite unten in die Kommentare rein. Ne? Und, also echt interessieren. Ja, und wie eure Meinung dazu ist auf jeden Fall, was ihr zu dem Thema Handy sagt oder wie ihr das seht, würde uns auf jeden Fall interessieren. Aber wie gesagt, ich finde das ja schon krass, dass diese Handys echt so im Alltag jetzt oder so in wie sagt man das, wie soll man das sagen? Ja, halt im Alltag sehr viel. Genau, im Alltag viel benutzt werden, ne? Und das Schade ist, dass dadurch ein bisschen die Menschlichkeit verloren geht, finde ich zumindest. Ne? Ja. Weil man hat sich ja früher echt einfach unterhalten im Zug, sei es im Zug oder sei es im Auto. Auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Ich sehe auch bei Partys, ich bin ja am Wochenende manchmal auf Partys, dann sehe ich die meisten, also ich muss sagen, weniger die Jungs. Ich sehe aber mehr die Mädchen an den Handys und die einfach, zum Beispiel bei einer Freundin von mir, da kommt immer eine Freundin zu Besuch, die sitzt nonstop vorm Handy und redet kein Wort. Ja, und dann denke ich mir, warum bin ich eigentlich da? Oder ja, wie gesagt, warum bin ich bei meiner Freundin, wenn sie sowieso nur am Handy ist? Ja, und das finde ich halt so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, traurig und schade, weil, klar, Handys sind auch wichtig. Ist auch so. Gehören halt jetzt dazu, zum alltäglichen Leben, soll man ja auch nicht missen, die Handys. Da sagt auch keiner was zu. Ja. Wichtig finde ich aber, dass dabei diese Menschlichkeit, das ist ja das, was ich gerade sagte, die Menschlichkeit einfach dabei nicht verloren gehen sollte, weißt du? Ja. Weil, ich kenne es einfach nicht. Ich kann einfach noch Mädchen persönlich fragen, ey, willst du mit mir ausgehen, wollen wir ins Kino gehen? Und sowas, ne? Aber heutzutage ja, werden ja, ich glaube, was auch ganz modern ist momentan bei WhatsApp, sind diese Sprachnachrichten, ne? Also das wird echt so voll oft abgeschickt. Boah, das finde ich nervig. Warum nervig? Warum ist das nervig? Ja, also ich muss sagen, ich find's nervig, weil, na klar, erleichtert das, dass man nicht schreiben muss, ne? Aber ich finde das total, weiß ich nicht, manchmal geht's mir dann auf den Sack, wenn ich mein Handy anhabe und dann bei WhatsApp habe ich dann so 5 Sprachnachrichten und muss mir die alle durchhören. Gib mir dann auch. Ja, gut, ne? Aber das ist schon, der kommt wieder auf welche Situation an, ne? Wo du gerade bist oder so. Wo das dann gerade nervt, weißt du, aber so ist, finde ich das eigentlich eine ganz coole Angelegenheit, finde ich das, ja. Weil es erleichtert halt, das nicht zu schreiben, weißt du, du brauchst nicht telefonieren und aber auch nicht schreiben, also brauchst einfach nur reden und dann antwortet die halt später oder eher, weißt du. Ja gut, das gebe ich dir recht. Weißt du, das ist halt das Gute, dann brauchst du nicht immer am Telefon dranbleiben oder so, ja, ich bin eben kurz weg oder so, weißt du. So kannst du das halt die Sprachnotiz verschicken und danach kannst du, was weiß ich, irgendwann das dann hören oder so, weißt du? Ja. Ja gut. Das finde ich gut. Das kommt halt welche Situation an. Ja, da hast du recht. Also klar, wenn ich mal gerade so nichts oder das auch gerade schaffe, dann mache ich auch mal eine Sprachmemo. Ganz klare Sache. Mache ich dann auch. Naja, aber auf jeden Fall geht es ja hauptsächlich um das Thema Handys wegen den, ich finde einfach, es geht die Menschlichkeit verloren. Das ist einfach so. Ja. Finde ich, es ist mein Empfinden und ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen, wie ihr über das Thema Handy so denkt und was ihr darüber so oder was ihr halt dazu sagt, was wir hier gerade so drüber reden. Wie gesagt, wir machen ja auch immer einmal im Monat so eine Themenwoche, wir suchen uns was aus. Könnt ihr uns auch was unten in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes Thema haben wollt. Ja. Gebt uns Themen vor, wir werden darüber recherchieren, oder wie sagt man das? Ja, genau, wir werden und dann werden wir, machen. Genau.
Und dann werden wir, was wolltest du gerade sagen? Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja, wie gesagt, wir informieren uns dann und danach sagen wir unsere Meinung dann dazu. Genau, und dann werden wir dazu über wieder ein Thema machen, aber wir machen es nur einmal im Monat. Und ich finde es einfach cool, wenn ihr dabei seid, mitmacht und Kommentare schreibt. Ja, wie gesagt, und ja, wie gesagt, wo waren wir jetzt gerade stehen? Wegen dem Handys? Achso, ja, wegen der Menschlichkeit, ne? Ja, genau. Genau, also ich merke es ja, dass man auch echt keine Chance mehr hat zu flirten. Also flirten ist ja nur noch im Internet, glaube ich, so, ne? Ja. Ich glaube, das gibt's so bei Diskotheken oder in Diskotheken gibt's das zwar auch noch, aber ich glaube eher seltener. Habe ich so das Gefühl. Also zumindest hier bei mir ist es so. Also bei mir ist das, ja, also, ja, früher war das so, wo ich halt meine erste Feier war mit 16 oder so in der Diskothek und war eindeutig mehr mit Anflirten als jetzt, finde ich. Ja, also, ich wohne hier in einem kleinen Dorf und, kann man so sagen. Und hier merkt man das auch, also das ist mit Flirten halt nicht mehr so. Oder, ja, ich bin ja, also ich muss auch sagen über mich, ich bin schüchterner. Also ich bin sehr schüchtern, was Mädchen betrifft. Ich mag auch Mädchen nicht ansprechen, trau mich das nicht. Wie gesagt, also mir fällt es dann auch natürlich leichter über Handy zu schreiben, ne? So, aber diese Lovo-Plattform, die du ja auch angesprochen hast, das ist einfach eine Plattform, weiß ich nicht. Ich finde da, mir gefällt sie einfach nicht. Ja. Na, und ich finde, diese ganzen Flirt- und Chatseiten bringen einem einfach nichts. Es muss einfach persönlich sein. Du musst ein Mädchen persönlich kennenlernen. So finde ich das. So empfinde ich das. Also ich finde einfach, persönlich ist besser als über Handy oder Internet. Was sagst du? Ja, ich finde es persönlich ja auch besser. Generell persönlich ja finde ich das besser. Ja, so sehe ich das auch. Ja gut, also wie gesagt, Leute, das möchten wir schon gerne von euch auch mal wissen. Aber wie ich schon sagte, Schulzeit, ich kenne es einfach nicht. Ich sehe heute im Alltag nur noch diese Handys hier, Handys da, da ein Handy in der Hand, da ein Handy in der Hand. Es geht anscheinend nicht mehr ohne. Kann man auch gar nicht mehr sich ohne Handys, geht gar nicht mehr. Das ist einfach so, ne? Die, glaube ich, geht gar nicht mehr. Ne, also wenn ein Kumpel zu mir sagen würde oder so, kannst du zu zwei oder eine Woche ohne Handy auskommen, würde ich ja sagen. Komisch, ich komme damit klar. Wenn ich mein Festnetztelefon habe oder so, dass ich nur so erreichbar bin, brauche ich mein Handy nicht. Ja, also ich muss ja sagen, ich habe mir das Handy erst, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das Handy dieses hier wo ich in Urlaub gefahren bin, geholt. Vorher hatte ich nie ein Handy. Ich glaube, über 2 Jahre jetzt schon gar nicht mehr gehabt. Und ich kam damit gut aus, weil ich einfach bin nicht so ein Handy-Typ. Gibt's bei euch bei euch auch Leute, die ohne Handys können oder die sagen, nee, ich will auch kein Handy haben, die schon genauso wie ich sagen, ich habe schon seit 2 Jahren kein Handy oder so. Oder gibt es Leute von euch, die sagen, nee, ohne Handy geht gar nicht oder so wie Mr. Paddy gerade sagte, könnt ihr auch 1-2 Wochen ohne Handy. Schreibt uns unten in die Kommentare. Ne? So, aber das war's jetzt auch schon wieder mit der Folge. Ne? Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns, wie gesagt, alles unten in die Kommentare. Schaut mal hier auf meinen Kanal vorbei. Schaut, wenn ihr das Video sehen wollt, das ist hier oben verlinkt. Schaut auch mal bei Mr. Paddy LP Real Life auf dem Kanal vorbei. Verlinke ich hier oben auch nochmal. Bis dahin, haut ihr rein. Ciao. Tschüss.